Moin Leute, hallo, herzlich willkommen. Wo seid ihr denn? Auf der nächsten Folge Action Not Included. Jawohl, jawohl, jawohl. Aha. So. Dann, Freunde. Jetzt mache ich die Folge noch und dann habe ich eigentlich den Plan. Boah, ich bin jetzt das erste Mal so richtig wach. Hier in meine Booty. The Booty. The Booty. Da, da, Booty. Oh, draußen ist so Kackwetter, ne? So räudiges. Boah. Was sagt ihr zum Wetter zurzeit, ne? Das ist ja richtig shit. Also wir haben jetzt aktuell Samstag, ne? Und Regen, Sonne, Wolken, kalt, warm, nass, feucht, Regen, wie Regen, trocken. What the hell is it? Ja, gut. Außerdem habe ich ein neues Männerspielzeug, ein Kercher. Ja, und da müssen wir natürlich. Ihr wisst, Leute. Kercher ist, ja, noch mehr geht ja gar nicht. Gut. Tok, 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 tok. Gut. Was ist mit dir hier? So, wenn hier nichts drin ist, dann kann er auch eigentlich weg. So, seht ihr? Nur einfach geschreddert die Scheiße. Geschreddert. So. Wir wollten Computer installieren. Ah, wir wollten noch die letzten Kommentare. Es gibt also das wieder, wenn ihr, ne? Ich werde jetzt hier so stehen bleiben und wir kümmern uns erstmal noch um die Commentary, die offen geblieben sind. So, ich habe nur die Engine beschriftet. Genau. Das wollen wir erstmal ändern. Das hat nämlich der gute Holger uns gesagt, dass wir nicht die Engine beschriftet haben, sondern was anderes so zu sorgen. Und ich habe nur den Mount, die Engine Mount habe ich beschriftet. Dennos. Ja. R1 Engine. R1 Launcher. Und ja, genau, ich habe hier nur das. Genau. R1 Rocket Rename Engine Mount. Gut. So, danke, lieber Holger, dass du uns das mitgeteilt hast. Du siehst, es gibt hier noch jetzt geschehen noch Zeichen und Wunder. Ja, du hast natürlich. So. Ja, Moment, ich lese mir das mal kurz in Ruhe durch und dann geht das gleich los. Auf jeden Fall ist das Kommentar vom Holger aber wieder muy bien. Vielen Dank. Was da drin steht, gefällt mir sehr tatsächlich. Nehme ich mir auf jeden Fall so ein bisschen auch zu Herzen. Ja, aber letztendlich kommt es auch so rüber, wie es eigentlich ist. Ne? It is genau so zusammengefasst, wie es ist und alles wird schön. Danke. Freue ich mich drüber. So. Dann haben wir hier vom Stunner noch eins offen gelassen, auch von gestern. So. Warte mal, das war nochmal mit Agenda Hot Gas von Phasenwechsel in Strom umzuwandeln. Ja. Ja. Ja, geil, ne? Und die Problemlösung, die wir hier haben, die passen auch in andere Basen rein. Ich finde das so nice.
Da freue ich mich drauf, wenn das, was ich hier zusammenfriemel, auch am Ende für euch funktioniert so ein bisschen. Manchmal fehlt ja einem so ein bisschen der Anstoß, während ich hier, ja, ich habe hier, ja, oft folge ich so einen roten internen Logikfaden, der es mir relativ einfach macht. Klappt nicht immer, aber meistens, wisst ihr ja, ja. Auch cooles Kommentar, wieder mal, ne. Phasenwechsel in Strom umwandeln. Ja, das, da sind uns ja tatsächlich Grenzen gesetzt, ne? Aber das wäre noch so eine Geschichte. Aber ich weiß nicht, ob der Phasenwechsel heiß genug ist. Aber am Ende des Tages müssen wir auch... Am Ende des Tages müssen wir aber auch ganz knallhart sagen... Ob das noch ein Generator wäre... Phase Change Sturley Combo als Generator-Version und nicht als Kühl-Version. Ja, das dann jetzt mal jetzt schon wieder hier. Also, das ist eine kreative Idee. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Letztendlich müsst ihr die Sturley immer als Heizung sehen und nicht als Generator. Und das ist so das Problem. Phase Change. Phase Change Sturley Generator geht das? Fragezeichen. Ja, und dafür habe ich ein Buch hier. So, Raketenbau kommt zur rechten Seite. Ich wollte demnächst anfangen, um eine Rakete zu bauen. Da ich auf dem Mars bin, gehe ich mir davon aus, dass ich keinen Hangar benötige. Brauchst du grundsätzlich einen Hangar? Eigentlich nicht, ne? What the hell? Ich baue hier auch nur einen Hangar, so, also wenn ich hier einen Hangar baue, dann ist es auch nur so nice to have. Erstmal nicht. Und wie schaut es mit dem Treibstoff auf? Muss der kürzer reichen, der 20 Grad? Ja, kommt drauf an, welche Maschine du hast, aber grundsätzlich 20 Grad wäre okay, ne? Wäre okay, je kälter, desto besser. Das, weil du mehr Mol in den Tank kriegst, ne? Und ich habe zufällig gekühlten Treibstoff. Mir ist das eigentlich... So, der Trick ist ja, den Treibstoff nicht so heiß werden darf, dass sich entzündet. Ich glaube, Sauerstoff wäre 300 Grad, die magische Grenze. Irgendwie, ich habe 50 Grad im Kopf, aber gut, okay, kann was anderes sein, ne? Kann mich ja täuschen. So, die Tanks der Rakete sind leider nicht isoliert, das wissen wir. Gleichen sich also der Außenatmosphäre an, ja, aber nicht so schnell. Oh. Auf dem Mars wird es ja keine 300 Grad heiß. Und Zwangsläufe kühlen, damit der Sprit nicht explodiert. Das ist korrekt so. Auf Europa müsste man wieder aufpassen, dass N2O Sauerstoff Treibstoff nicht einfriert, falls einem versehentlich das N2O flüssig wird, weil man zu viel Druck auf der Leitung hat. Naja. Also alles eine gute Beschreibung. Auf jeden Fall vielen Dank. Also ist so eine interne Geschichte, die ich hier quasi nur mitlesen kann. Zwischen dem Holger und Aeroflux. Aber letztendlich sind es ja Kommentare, die ich mir auch reinziehen möchte. So. Und wie ist es mit der Startrampe? Also wird die Rakete Startrampe, wo sie gestartet wird, ist zugeordnet? Oder hat man bei mehreren Rampen die Möglichkeit, die Rakete zu sagen, lande bitte auf Rampe 5, morgen auf Rampe 6? Ohne jetzt weiterzulesen, sage ich ja, du kannst die Launch Mount, wo sie am Ende runterkommen soll, ja auswählen. Lande da, weil der Launch Mount hat eine Nummer und die Nummer, darauf steht die Rakete dann. Aber die muss ja da nicht wiederkommen, die kann auf einen ganz anderen Launch Mount wiederkommen. Also das erstmal aus meiner Sicht kann man machen. So, die Antwort wäre, das kann ich gerade nicht so genau sagen, weil ich nur eine Rampe habe. Ich sage aber, das geht. Du kannst heute die Rampe, morgen die und übermorgen die. Also das sollte funktionieren, bin ich mir 95% sicher. So, und dann steht hier auch noch, diese hat zumindest eine Ziel-ID, genauso wie alle Zielorte ihre ID haben. Im Computer klickt man die Startrampe als Ziel an, damit sie zurückfliegen kann. Es kann sein, dass weitere Startrampe eine eigene ID bekommt. So ist es auch, die man ein Skript anfliegen kann. Genauso kann es sein, dass man, wenn man mit dem Computer fliegt, dass man zwei Rampen angezeigt bekommt.
Aber hat er halt nicht getestet. So, dann kann ich ja hier drauf antworten. Ich antworte da kurz drauf, Moment. So, ne? So ist das. Ja. Jetzt ist auch noch die Geschichte. Ich glaube nicht mal. Ich glaube, man kann sogar 3, 4, 5 Raketen mit einer Startrampe betreiben. Da komme ich aber gleich noch zu. Ich muss mal kurz vorhin. Sekunde. So, die Frage ist ja eigentlich lediglich, ob wir die Batterien abschalten können, während die Rakete im Orbit sozusagen ist. Dass sich die Batterien nicht weiter entladen, oder muss der Downlink mit Energie versorgt sein, weil die Rakete sonst verloren geht. Aber das, liebe Freunde, ja, das müssen wir testen. Aber ich glaube, wir könnten eine Startrampe und 6 Raketen betreiben. Und wir müssen dann halt nur ein Rocket-Management-System machen, dass die Rakete, die im Orbit ist, und die Startrampe quasi ein Besetzsignal gibt, dass keine andere Rakete den Anflug beginnen kann. Aber grundsätzlich müsste das eigentlich funktionieren. Ne? Erstmal nur eine kleine Rakete bauen, nur mit einem Scanner darin, um erstmal ein bisschen zu testen. Die Startrampe hingegen wollte ich an meiner Base bauen mit extra Raum, wo ich alle wichtigen Anzeigen drin sind, Sauerstoff versorgt, schön einrichten, bla 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 bla. Richtig, alles passt, zurückgeholt, auf einer Nebenstrabrande zwischengeparkt. So, so, wenn alles passt. Ja, Hauptstabrande, ja, es geht auch ums Bier- und Entladen sozusagen. Da bin ich mir relativ sicher, dass die Geschichte so kam. So, da hat Jürgen noch geschrieben. Deine Überlegung am Anfang. Achso, nee, das ist immer. Achso, wir haben noch 2-mal Oxygen. Nee, dann sind wir durch. 2-mal Oxygen haben wir noch am Start. Gut, ja, da haben wir alles erstmal bearbeitet. So, Träumchen, Brände. Träumchen, Träumchen, Träumchen. Sehr schön. Na, Oxygen nehmen wir heute nicht auf. So, in 90 Minuten ist die HD-Verarbeitung fertig. Wir haben jetzt Primetime. Primetime. So, dann stelle ich jetzt erstmal ein, dass das Video zu Primetime veröffentlicht wird heute. So, 20 Uhr. Am 20. fertig. Speichern. So. Jetzt müsste ich eigentlich alles soweit. So, dann kommt heute Video, morgen Video, alles wird schön. So, dann wollen wir wieder Gameplay. Wir gehen zum Gameplay. Ja, passt. Ah. 2,15 15. Ja, läuft ein bisschen strauchelig. Eine Sache muss ich noch sagen, Freunde. Jetzt geht's los, Gameplay. Vielen lieben Dank für die Daumen. Wir haben 18 Daumen bis heute auf dem letzten Video. Das ist der Hammer. Ja, 117 Aufrufe schon, ne, das passt. Aber ey, ihr seid so Sahne. Vielen Dank. Habe ich auf jeden Fall wahrgenommen, weiß ich auch zu schätzen, dass wir uns da einig sind. Ja. So. Lass uns mal ein paar Pommes essen. So. Gut, Computer, Computer. Einmal hier so ein Rocket-Ding, Rocket Control Motherboard, ja, check. Und so ein Motherboard brauchen wir da nicht. Wo haben wir noch einen Computer rumflitzen? Sieht jetzt erstmal nicht so aus. Ja, ein Computer. So, was brauchen wir noch? Und
Oh, ich sehe die Tor. Ich sehe die Tore, die Tore, die Tore. Ja, Freunde, ne? Sieht alles mal wieder spitzenmäßig aus bei uns, wa? Ich hoffe, bei euch auf der Base läuft es genauso gut. Das wäre schön. Ja. Das wäre die nächste Rakete sozusagen, die ich hier habe. Locker. So, unten IC bitte. Ja, so in etwa. Gut. Jetzt wollen wir noch rausgucken. Was brauchen wir noch? Pumpe ist dran. Eigentlich nur noch die Computer und dann war's das oder was? Dann sollten wir das eigentlich hinkriegen. Wie sieht das aus mit The Sun? Sun Höchststand sozusagen. Dann könnten wir ja. Editore, editore. Da 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 da. Wenn wir den Computer hier wegnehmen, den könnten wir auch hier hinten hinstellen sozusagen. Dann wäre eigentlich auch gut geholfen oder was? Ne? Oder wir nehmen den Schrank weg und stellen den Computer dahin. Auf jeden Fall nicht da, da steht der Scheiße. Wollen wir den mal abreißen und mal. Passt ein PC da noch hin? Da passt kein PC hin, ne? Passt ja nicht. Da, D. Höchstens einen Schrank abreißen. Oder vier Schränke. Breit wie ein Schrank bist du schon, ne? Ja. Aber da wäre halt auch der Computer juicy so ein bisschen, ne? Voll juicy, ey, juicy, ey, juicy, 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 ey. Allerdings, wenn ich hier diese Auflösung mit den Stackern machen würde, dann würde da ein Computer locker noch zwischenpassen. Oder halt hier irgendwo, ne? Es würde ja auch immer einen Schrank zwischenpassen und so ein Scheiß. Weil es ja nur scheißegal, ob das so steht oder anders steht. Wisst ihr, wie ich meine? Das wäre auch nochmal eine Überlegung wert. Wenn man die Schränke an die Wand stellt, dann wäre das auch nicer. Die Schränke alle so wie sie sind, die hier nach hinten anrückt. Das wäre auch nice. Hier würde auch noch ein Stecker hinpassen, sozusagen. Ja, wir könnten noch so viel optimieren, ne? So, können wir jetzt raus? Ist das Ding da verwurzelt oder was ist da los?
das anders aus? Ja, ich glaube, das Ding ist verwurzelt da. Wir bringen jetzt trotzdem den Computer raus, ne? Wir können ja nicht ewig warten. Da war der Wing auf dem Abzug, habt ihr gemerkt, Leute, ne? Keine Reaktion wie ein toter Gaul. Auf, zack! Oh, zack war er. Ja, ja. Wir wollten auch Dinger bauen hier, sag schon. Wir brauchen noch ein Gelände und ein Grating. Wo sind eigentlich unsere Sensoren hingekommen? Die Sensors. Genau. Oh, es Flur. Oh, es Werkstatt. Da 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 da. Ja, jetzt Moment mal. OS Flur sehe ich. Button, Schleuse und all so ein Scheiß. Ich sehe nicht. Und das ist Shit. Den Sensor, den sehe ich nicht. Den Sensor, den müsste ich hier eigentlich. Ich mach den jetzt auch auf. Volles Risiko! Müsste den Sensor ja eigentlich hier am Weißen machen, sozusagen. Wisst ihr, wie ich meine? Sonst ist ja shit. Proximity-Sensor. Guck mal hier, den kann ich doch eigentlich auch abreißen, da, oder was? Da kann doch der Proximity-Sensor eigentlich hin. Oh, what?
Kann es mir auch scheißegal sein, das eine Ding da, ne? Aber die Frage ist, ist natürlich, der ist nicht angeschlossen, ne? Der müsste jetzt irgendwie an die weiße Leitung angeschlossen werden, sozusagen. Kriegen wir das hin? Stimmt. Ja. Kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. Jawohl. 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 Ratings wollten wir noch haben, ne? Wie heißen die anderen? Railing. Gut. Haben wir das. Jeder. Stück für Stück fügt sich alles ein bisschen, ne? Jawohl, jawohl, jawohl. ja. No rockets connected. Ah. No rockets connected, natürlich. Völlig klar. No rockets connected, ja, das muss ja da kommen. Hallo, guten Tag. Ich würde jetzt hier gerne Dinge tun. Wie heißt das Ding, ne? Das ist nicht dieses Uplink-Gedöns-Ding da, ne? Wo bist du denn? Data Link. Müsste eigentlich der sein, ne? Oh. Ready?
Beta. Cable Coil. Heavy. Electronic Parts und Steel Sheets. Electronic Parts habe ich nur einen. Ja, dann machen wir noch einen. Denn am besten an der Stelle, wo wir eine ganze Batterie aufmachen können. Oder schon an der Rakete, die betrifft, ne, so ein bisschen. Oh, ungefähr. Ja, ich will dich jetzt aufbauen. Ich will dich nicht deconstructen. Will ich zusammenschmeißen. Da sind die Tooltips nicht perfekt, glaube ich. Die fehlen irgendwie beim Blink hier. So, haben wir das fertig. Haben wir fertig. Ja, wie Banane. Ja, was denn? Wieso habe ich depleted batteries? Brauche ich hier noch eine extra Einladung oder was? Ich würde gerne einen Control Room bauen, sozusagen.
Aber ich würde gerne hier unten so mich so weiter bewegen, sondern hier so irgendwie so hier aus dieser Höhe da irgendwie weit raus und dann mir Computer hinstellen. Also direkt da so raus und dann hier so zwei Computer hinstellen und diese zwei Computer dann von da oben haben, sozusagen. Das wäre geil. Irgendwie so fühle ich das. Das sollten wir mal noch bauen. Jawohl, jawohl, jawohl. Our potential. Ratio, die dauert ja, bis sie vollgeladen werden. Ich weiß, was passiert ist. Aufgepasst. Die Batterien, die müssen alle gleichzeitig an sein. Wenn die das nicht sind, dann hält der unterwegs nicht stand. Das heißt, ich kann jetzt nicht die Batterien hintereinander haben. Also kann ich schon. Aber wenn ich das habe, dann ist das Problem, dass die, also dann haben wir das Problem, was wir jetzt hatten. Wie soll ich das erklären? Und zwar ist jetzt, dadurch, dass ich die Batterien ausgemacht habe und die eine Batterie anladen lassen habe, hat die Batterien, die eine Batterie entlädt sich mit voller Kanne alles, was geht. Die ist quasi vom Entladestrom nicht begrenzt. Das heißt, die erste Batterie, sobald eben die Strom bekommt, gibt die das an die nächste weiter und an die nächste und an die nächste. Das heißt, im Klartext, ja, entweder sind sie alle an und die letzte lädt,
Mit exakt der Power, die die erste bekommt. Ja, aber ich krieg die jetzt nicht mehr angefiesematuckelt sozusagen. Ich kriege die jetzt nicht mehr an, ohne dass mir die Kabel durchbrennen oder ich Trafos dazwischen setze. Es liegt einfach an der Anordnung. So, hier kommt jetzt 10 kW rein. So, und ich schaff's jetzt nicht mehr. So, oben rein. Da. Und oben wieder raus. Das Problem ist, dass es ein oben ein rein und ein raus ist. Was es ja nicht sein muss. Ich kann ja diese Energien, die jetzt da reinkommen, ich müsste die jetzt alle mit der Umbilical-Spannung laden. Wisst ihr, wie ich meine? Das wäre auch möglich, wenn der nicht da sitzen würde. Und den kann ich ja wegbauen. Wisst ihr, wie ich meine? Den kann ich ja wegbauen. Und dann laden sie eben alle mit alles, was geht. Die Batterien können zwar nur mit 5 kW eingangsseitig geladen werden. Das heißt, ich brauche einen Ladetrafo vor dem Umbilical sozusagen. Und wenn ich den jetzt da so, ne, so, jetzt kann ich den quasi nutzen. Dann muss ich die Batterien quasi ausbauen. Obwohl die in der Mitte ja richtig sitzt. Weil die in der Mitte sitzt so wie die erste sozusagen. So, und dann kann ich sie auch alle gleichzeitig, aber dann muss ich halt einen Ladetrafo bauen. Dass sie halt nicht unendlich Energy zieht sozusagen. Ne, das geht denn jetzt aber, das geht denn jetzt aber so auch nicht. Mit den 3 Scannern da, damit kommen wir nicht klar. Dafür sitzen wiederum die Batterien. Sitzen die zu hoch? Wenn ich, könnte ich die noch eins runtersetzen sozusagen? Nee, ne. Vermutlich nicht. Wir sitzen denn die Scanner ein Stück zu niedrig. Die Scanner könnte ich aber eins hochsetzen. Und dann hätten wir es schon wieder. Oh Mann, ey, wir bauen hier die gesamte Rakete um, nur weil ein so ein Scheiß passiert ist. What it is, what it is. Ja, das muss einmal passen. So, wir müssen jetzt hier, der Suit ist schon wieder. Stittel. Ja, da hätte ich natürlich die Batterien, aber na gut, durch solche Fehler, na, ist jetzt hinten raus, ist es klar, warum die Kabel da draufgegangen sind, aber naja. Dann bauen wir die Rakete eben einfach nochmal um, ist ja kein Problem. Können wir ja durch eben fix machen. Wir setzen jetzt die Scanner ein Stück hoch. Gesundheit, Tweet. Alter kleiner Kater, du. So, so. Robot. So, Handrail.
So. So, gut. Dann die Kabel umgelegt. Gut, dann das Kabel umgelegt. Dann, wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch den nach vorne packen. Und zwar richtig rum sogar, wie es mir gefällt. Wie die mir gefällt. Tja, wer kennt sie nicht? So, und jetzt können wir anfangen, die Batterien einzuspeisen. Und zwar so, wie das passt. So, dann können wir jetzt nämlich dazu übergehen, die nämlich so rüber zu transferieren. So, und dann würde jetzt auch ein Schuh draus. Dann würde jetzt auch ein Schuh draus. Dann ist das korrekt so. Die sehen auch alle gleich aus. Power critical. Knack, 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 knack. So, was willst du jetzt hier? Hast du vorher rausgeschmissen? Oh. Was willst du denn jetzt? Screwdriver und Electronic Parts. Und jetzt ist er wieder krachen gegangen, ne? Oder was? So, Screwdriver, Electronic Part. So, jetzt muss ich die ganze Scheiße wieder beschriften. Bitte. Noch irgendwas umgebaut? Ne.
Dann können wir jetzt die Scheiße zuschmeißen und die Folge auch beenden. Wie die, mir gefällt. Power Potential. Ah, mehr lädt die Umbilical nicht. Die lädt nur so viel. Okay, ja, aber ich kann heben. Okay, so. Das ist in Ordnung. So, jetzt können wir erst mal gucken, ob wir irgendwas nicht beschriftet haben. Nö, sieht alles gut aus. Steht überall eins dran. Crash. Out of fuel, out of fuel. Ja, das ist out of fuel, sozusagen. So. Was mir jetzt fehlt, ist Programm anzeigen und alles. Aber das ist denn für die nächste Folge. Anzeigen, eventuell noch ein Rocket Dock. Dass man, oh, man könnte ja noch von hier hochgehen, dann hätte das mal absolut Sinn. Denn nach da raus, wisst ihr? Aber es wäre auch ein Traum. Ja, weil hier ist ja Sun und so, ne? Wäre halt auch ein Traum. Hier raus zu gehen. Hier irgendwie Ausgang zu schaffen, eine Treppe. So, jetzt hier raus und dann steht man schon neben der Rakete sozusagen. Oder man macht es hier wie wie Kollege Schnürschuh, sag schon, wo wir auf der Riesenbase waren mit so einer Art Control Tower. Das ist ja auch schnell gebaut, so eine Hütte. Wie sieht das denn aus? Ja, voll wild aus gerade. Als ob hier in der Mitte ein riesen Loch ist. Weil jetzt geht ja die Sonne auf. Und der Control Tower, der wäre auch nicht im Weg. Gehen denn irgendwie zwei hoch oder ja, eigentlich. Weil wenn der jetzt so geht, und so geht er auch, dann hätten wir, dann könnten wir astrein einen Control Tower hinflacken, hier oben drauf sozusagen. Guck mal, jetzt sehen wir, dass hier die von unserer Küche aus. Unsere Küche ist das Shit. Die haben ja gar keine Leistung. Generating? Ne, 475 Watt. Ich nehme alles zurück, Pop, das Gegenteil. Der hat hier keine Power, aber der da vorne hat Power. Gut, alles klar. Ne. Ne, weil jetzt. Ja, na. Control Tower wäre halt schon. Scheiße, der müsste ja denn hier hinten sitzen, gefühlt. Gut, aber was soll ich sonst machen? Hier hinten raus? Oder hier hinten einfach draufgestellt, das Ding? Puff. Hier hinten. Genau da.
Ja. Alles, was so ist, ist Kacke. Jetzt wollen wir mal die müssen wir angucken hier. 100%. Da könnte ich ja hier glatt noch eine Reihe hinflacken. Hier so, wisst ihr? So da. Bap. Könnte ich glatt noch machen. Guck mal, der hier hat jetzt nur noch 396, also die sind noch nicht, und die da hinten sind bei 100%, die einwechselnd. Gut, ja, also beschlossen und verkündet, hier hinten sozusagen Control Tower hin. So. 2x2 Sockel und oben ein bisschen ausgebreitet. Und dann Strippsche hoch, gelbet, den Computer hin, einen Leiter. Und ein Doppelaufzug und ein einfach nur so, dass man da in der Mitte auch gut hochkommt. Asche leckt. Meines Wissens ist da hinten noch gar nichts. Baut in der Ecke. Control Tower for Rockets. Denke ich mal auch relativ schnell umgesetzt. Eine kleine Materialschlacht. Aber vielleicht baue ich das heimlich ohne euch. Ja, und dann ist es einfach da, fertig, zack. Junge, Junge. Dass sie auch nicht hinkriegen, dass man Uran braucht, ne? Dass man hier 84 Trillionen Solarzellen bauen muss. kW, Alter. Leck mich an der Füße, ey. Ekelhaft, Junge. Ekelhaft. Ich lade hier mit über 50 kW in die Bude rein. Alter, leck mich an die Füße. Juli, Freunde, Daumen hoch da lassen. Wir hören uns. Tschüssi.